Ja, schönen guten Abend. Auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist, wenn ich nicht gerade Fährbeschleuniger plane oder Verwaltungstätigkeiten mache, tatsächlich mein Arbeitsplatz. Blick ein bisschen in die Vergangenheit. Anekdote dazu vielleicht, als ich zu GSI kam als Student und meine erste Nachtschicht im Hauptkontrollraum machen musste, da sah der noch ziemlich genauso aus. Und zur Unterhaltung der Operateure, wenn der Beschleuniger gut lief, nämlich nichts zu arbeiten war, gab es einen kleinen Röhrenfernseher. Und da lief tatsächlich Star Trek mit der Anfangsmelodie, als ich reinkam. Das werde ich nie vergessen. Hallo Bruno, ja, vielen Dank für diese Bühne. Von mir auch ein herzliches Willkommen an Sie, an euch. Und ich freue mich ganz doll auf diesen Abend hier. Ich freue mich, den Jens heute hier zu haben. Der wird uns, glaube ich, ganz viel über die schöne Anlage erzählen, die man bei mir im Hintergrund auch sieht. Mein Arbeitsplatz ist nicht hier oben auf dem Baustellenkran. Ich arbeite sonst in einem von den Gebäuden da hinten, aber ich bin ja heute nur der Gastgeber und führe durch den Abend. Perfekt, ja. Vielen Dank für die schöne Einführung. Ja, ich werde Ihnen jetzt Jens Stadelmann kurz vorstellen. Jens hat, oder ich sage du, weil wir uns auch schon lange kennen, wir arbeiten viel zusammen an der GSI, wir haben einen sehr großen Überlapp in unseren beiden Tätigkeiten. Jens war früh schon motiviert, in eine naturwissenschaftliche Berufung zu gehen, früh schon Technik interessiert, immer am Schrauben. Wahrscheinlich auch durchs Elternhaus ein bisschen motiviert. Und so stellte sich die Frage dann, studiere ich Chemie oder studiere ich Physik? Er hat sich dann für die Physik entschieden. Gut, kleine Fehler, verzeiht das Leben immer. Wir sind ja trotzdem zusammen hier gelandet. Und nach dem Physikstudium in Gießen kam er dann relativ schnell zu GSI, hat hier seine Doktorarbeit gemacht am Experimentierspeicherring, hat sich mit isochronen Massenmessungen beschäftigt, ein Thema, was immer noch aktuell ist. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Experiment betreut, was diesen Modus und diese Art und Weise, Massen zu bestimmen und zu messen, im aktuellen Experimentprogramm durchgeführt hat und verwendet hat. Und ist dann aber auf seiner Abschlussfeier von den Kollegen vom Beschleunigerbereich rekrutiert worden, sodass er jetzt sich mit den Ringbeschleunigern und mit der gesamten Beschleunigeranlage beschäftigt. Hat damals aufs Auge gedrückt bekommen, diesen riesigen Ring, der hinter mir im Entstehen ist, zu designen und mitzuentwickeln. Und ist heute aber wieder mehr im aktuellen Betrieb tätig und hat den aktuellen Ring unter sich und ist dort für die Experiment-Beschleuniger-Koordination tätig. Deshalb sehen wir uns relativ häufig, ich würde sagen fast täglich, in den Sitzungen zum aktuellen Betrieb. Ja, und ich freue mich ganz besonders auf deinen Vortrag, Jens, der uns, glaube ich, einen wirklich schönen Überblick gibt über die Anlage und die faszinierenden Sachen, die wir damit machen. Jens, bitteschön, die Bühne gehört dir. Ja, danke schön. Jetzt erstmal natürlich nochmal für die Einladung, für die äußerst nette Einführung. Ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei und dann wollen wir mal ins Programm gehen. Könnt ihr das sehen? Titelfolie? Alles klar. Also was ich heute erzählen möchte, ist ein bisschen anderer Vortrag. Ich werde ganz kurz motivieren, wieso wir Beschleuniger bauen, aber wirklich nur ganz kurz. Weil tatsächlich ist ja die ganze Reihe
einen Blick in die Fährphysik und deswegen machen das meine Vor- und Nachsprecher sicher viel schöner. Was ich aber mal erzählen will an der Stelle, was oft zu kurz kommt, was jetzt im normalen Physikstudium eigentlich fast gar nicht vorkommt, ist, wie funktioniert so ein Beschleuniger eigentlich? Und mein Spezialthema heute wird sein, das zieht sich durch den ganzen Vortrag, wieso sehen die Maschinen genauso aus? Also wenn Sie einen anderen Vortrag haben über Wissenschaftler und Beschleuniger, die werfen Ihnen immer den Beschleuniger-Layout hin von dem Beschleuniger, wo Sie gerade gearbeitet haben, das sieht dann halt so aus. Aber das ist ja nicht zufällig so. Und da gehen wir heute drauf ein und natürlich an unserem Lieblingsbeispiel, an genau den Fährbeschleunigern in Darmstadt. So, ich klaue jetzt erstmal ein kurzes Bild von unserem Chef der Öffentlichkeitsarbeit, vom Ingo Peter. Das finde ich sehr gut, weil das kann man auch schön benutzen, um das zu motivieren. Wie erforscht man eigentlich was? Folgende Idee: Wir haben keine Ahnung, was das ist und finden das irgendwo. Wir haben auch kein Wikipedia, kein Google zum Nachgucken. Also wir finden einen Gegenstand, von dem wir keine Ahnung haben, was er macht. Die einfachste Möglichkeit, ihn zu erforschen, ist, ihn tatsächlich auf den Stein zu werfen und sich die Einzelteile anzugucken. Das Ganze kann man noch ein bisschen weiter treiben, dieses Bild, indem man sagt, ja, okay, wenn ich ihn nur ein bisschen drauf werfe, diese Taschenuhr, dann geht vielleicht nur der Deckel hinten auf oder das Glas geht ab oder oben der Knopf. Und je fester ich die auf den Stein werfe, umso tiefer und umso kleinere Strukturen kann ich sehen. Und dann habe ich auch schon das Grundprinzip von allen Beschleunigerexperimenten, nicht nur zur Teilchenphysik. Ich kann das ein bisschen weiter aufspannen und kann einfach sagen, okay, wir möchten, ich habe es ja auch als T-Shirt oder es ist auch der Claim unseres ganzen Forschungsinstituts hier am GSI, das Universum im Labor. Wir möchten herausfinden, wie Prozesse in unserer Umwelt, auf unserer Erde, aber auch im ganzen Universum funktionieren und holen uns das dafür mit dem Beschleuniger ins Labor. Und um dann in die verschiedenen Prozesse, die unsere Welt im Inneren zusammenhalten, reingucken zu können, brauche ich verschiedene Eigenschaften der Beschleuniger. Ja, man kann sich das also, man kann sich das auf zwei Seiten nähern. Man kann es also in der Strukturgröße machen. Man kann so hier sagen, okay, ich möchte sagen, ich möchte von großen Strukturen, Festkörpern, Zellen, Lebewesen, ganze Planeten, über die Elemente bis in die Atomkerne, dann die Bausteine der Atomkerne und bis zu den Quarks und Elektronen. Oder ich kann mir auch sagen, okay, ich möchte rückwärts in der Zeit reisen, immer näher an den Urknall ran. Das Ganze ist, wenn ich es mir physikalisch angucke, hauptsächlich eine Temperaturskala und Temperatur ist aus Beschleunigersicht einfach Energie. Das heißt, je weiter ich da reingucken will, umso höher muss ich mit der Energie. Das heißt, das ist also schon mal eine Motivation, einen Beschleuniger zu bauen. Ich möchte Teilchen, die ich zertrümmern möchte, auf sehr hohe Energien bringen. Das ist sozusagen die Grundaufgabe. Und dann brauche ich als Nebenbedingung noch Strahlen mit besonderen Eigenschaften. Ja, um nochmal auf das Uhrenbeispiel zurückzukommen. Wenn ich auf irgendein ganz kleines Detail eingehen will, dann muss ich vielleicht, bis ich überhaupt das einmal finde bei meinem zerstörerischen Experiment, sehr viele Uhren zerstören. Und dann brauche ich also nicht nur die richtige Wurfgeschwindigkeit, um dieses Phänomen an der Uhr zu entdecken, vielleicht ein kleines Schild, was in mikroskopischer Größe der Hersteller da drin hinterlassen hat, sondern ich brauche vielleicht sehr viele Uhren. Das heißt, wir haben so als zwei Hauptparameter für die Beschleuniger zum einen die Energie, mit der wir die Teilchen beschleunigen und dann die Experimente machen können und zum anderen aber auch die Intensität, wie viele Teilchen habe ich überhaupt. So, jetzt war das auch schon die ganze Einführung. Ich möchte jetzt einfach ein paar Beschleuniger zeigen vorneweg, um erstmal ein Verständnis dazu für zu transportieren, dass Beschleuniger tatsächlich sehr unterschiedlich aussehen können. Das ist vielleicht der berühmteste Teilchenbeschleuniger, den es gibt. Das ist der LHC am Genf. Das ist ein Luftbild. Hier unten sehen Sie den Flughafen von Genf, einfach auch mal ein Gefühl für die Größe zu kriegen. Das sieht man von oben nicht. Der Beschleuniger selbst ist 120 bis 150 Meter unter der Erde. Das ist der LHC, der Large Hadron Collider. Und es gibt dann auch noch andere Beschleuniger. Wir haben halt den Titel Das Heer der Ringe. Also auch am CERN gibt es viele Ringe, die zusammenspielen müssen. Und der Gesamtumfang ist 27 Kilometer. Am CERN werden Magnete benutzt,
die Magnetfelder bis 8 Tesla haben. Das ist ein sehr starkes Magnetfeld, nur mal zum Vergleich. Die schon sehr, sehr starken Magnete, die man hat für solche medizinischen Magnetspinnen-Resonanzuntersuchungen, MRT, sind zwischen 1,5 und 3 Tesla bei handelsüblichen Geräten. Das heißt, es sind sehr starke Magnete und die sind da unter der Erde vergraben. Der Beschleuniger macht sehr, sehr hohe Energie. Das ist der Weltrekordhalter im Energiemachen. Aber es gibt auch noch andere Beschleuniger. Einer, der uns aus GSI-Sicht sehr nahe ist, ist ein Therapiebeschleuniger in Heidelberg, das HIT. Da werden mit schweren Ionen Tumorerkrankungen behandelt. Das ganze Design stammt von GSI. Man sieht auch hier, es gibt wieder einen Ring, es gibt hier sogenannte Strahlführung. Es gibt hier ein mehrere hundert Tonnen schweres Gerät, einen sogenannten Gantry, was sich um den Patienten steht. Auch hier wieder ein Teilchenbeschleuniger, völlig andere Aufgabe, sieht auch völlig anders aus. Man, auch wenn ich Ihnen jetzt einen Vortrag halten würde über Tumortherapie, dann würde ich den so an die Wand werfen, dann sieht er halt so aus. Aber die Frage ist, wieso sieht er genauso aus? So, und mein Beispiel, was ich heute den ganzen Abend behandeln möchte, das hatte auch dankenswerterweise der Daniel schon im Hintergrund, das ist der neue Fernbeschleuniger und dazu gehört tatsächlich, werden wir gleich sehen, auch die bestehende Beschleunigeranlage am GSI. Das ist hier also der bestehende GSI-Campus. Wenn wir jetzt eine Live-Veranstaltung hätten, dann wären wir irgendwo hier vorne im Hörsaal, hier hinten sind schon Beschleuniger und Experimente darunter und hier vorne sieht man sehr schön ein vergleichsweise aktuelles Bild, die Fährbaustelle. Hier hinten sieht man auch schon im Wald eine Ringstruktur, da ist ein Tunnel, man sieht, hier ist es noch ein bisschen tiefer, da ist er schon wieder zugeschüttet. Da ist also das, was man bauen möchte, unten schon drin. Und hier, das ist ungefähr Norden, hier im südlichen Bereich entstehen schon die ersten Anfänge von Gebäuden für Experimente. So, zunächst gucken wir uns mal die bestehende Beschleunigeranlage am GSI an. Die wird nämlich der Injektor für FAIR. Das heißt, wir benutzen unseren bestehenden Beschleuniger weiter, aber nicht völlig unverändert. Darauf gehe ich ein. Also jetzt mal die ganze Struktur. Hier sind die Gebäude so ein bisschen angedeutet. Ich kann nochmal kurz zurückgehen. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen hinkriegen. Das heißt, wir bewegen uns in dem Bereich hier vor. Und dann ist schematisch der Beschleuniger dargestellt. Wir haben also hier Ionenquellen. An der Stelle werden die Teilchen, die wir beschleunigen wollen, von Atomen zu Ionen gemacht. Erst dann können wir sie in unserem Beschleuniger beschleunigen. Wir haben hier einen Linearbeschleuniger, wir haben einen Ringbeschleuniger und wir haben angeschlossen die Experimente. Jetzt die Frage, wie funktioniert das? Fangen wir also mal mit den Ionen an. Um ein Teilchen überhaupt beschleunigen zu können, muss ich dem Teilchen entweder elektrische Ladung geben oder in unserem Fall elektrische Ladung wegnehmen. Also ich habe den ganz normal den positiv geladenen Atomkern, ich habe eine Hülle aus Elektronen, man muss irgendwie die Elektronen abkriegen, dann überwiegt die positive Ladung im Kern, es bleibt ein positives Ion übrig und das kann ich mit elektrischen und magnetischen Feldern beeinflussen, anfassen. Hier unten sieht man tatsächlich mal ein Bild, wie so eine Ionenquelle aussieht. Das ist ein Blick in das Terminal. Irgendwo da drin werden die Ionen gemacht. Allein bei der Vielzahl der möglichen Elemente, die man am GSI beschleunigen kann, wären die Ionenquellen einen eigenen Vortrag wert. Ich gebe mal ein Beispiel, wie man Ionen machen kann. Das ist etwas, was ein paar noch kennen werden, die wie ich ein bisschen älteres Semester sind. Früher waren die bunten Leuchtreklamen immer sogenannte Gasentladungslampen oder Neonröhren. Je nach verschiedenem Gas drin hatten die dann auch eine andere Farbe. Heute ist es alles LED-Beleuchtung. Da drin war so unter niedrigem Druck ein Gas und es entstand durch so einen Elektronen-Lawinen-Effekt, wurde das Gas ionisiert. Durch die Rekombination entstand das Licht, was man haben wollte. Bei uns ist etwas anders. Wir haben da genauso eine brennende Gasanladung drin. Was wir aber eigentlich haben wollen, ist das ionisierte Gas. Wir können das dann rausziehen mit einem elektrischen Feld und in unserem Beschleuniger beschleunigen. Wie macht man das? Naja, im einfachsten Fall erstmal einfach mit Hochspannung. Ich habe irgendwo positive Ionen aus einer Ionenquelle.
je nachdem, was das für ein Material ist, habe ich auch eine andere Ionenquelle. Das war jetzt so ein Beispiel, wie ich relativ einfach Gas ionisieren kann. Und dann habe ich eine Spannungsquelle mit einer sehr, sehr hohen Spannung, idealerweise, weil wir wollen ja Experimente mit hohen Energien, mit hohen Geschwindigkeiten machen. Und positive Ladungen stoßen sich ab. Positive und negative Ladungen ziehen sich an. Das heißt, die positiven Ionen werden von der positiven Platte zur negativen Platte beschleunigt. Und wenn ich dann danach gucke, habe ich dann schon meinen ersten Ionenstrahl. Klingt soweit so gut. Und es ist auch gut genug, um damit Experimente zu machen. Kleiner Ausflug in die Geschichte an der Stelle. Die ersten von Menschen gemachten Beschleuniger für Kernreaktionen arbeiten tatsächlich genauso mit Gleichspannung, wurden in den 1930er Jahren gebaut mit Hochspannung von bis zu 400.000 Volt von den Herren Cockcroft und Walton. Diese Hochspannungsschaltung, die heißt immer noch heute Cockcroft-Walton-Schaltung und wird an ganz vielen Stellen benutzt, wenn ich irgendwo aus niedrigen Spannungen höhere machen muss. Und der Versuchsaufbau war dann einfach so, dass ich hier oben irgendwo in einer Gasentladung wieder, wie eben beschrieben, Protonen ionisiert habe, die wurden hier durch die Spannung beschleunigt und hier unten wurden sie auch schon auf ein Target gebracht, um also ein Experiment, so ein zerstörerisches Experiment zu machen. Und man hat sich tatsächlich damals das, was da an Reaktionen passiert ist, direkt angeguckt mit sogenannten, wie man nennt das immer landläufig, Phosphorschirmen, also irgendwelchen phosphorisierenden, leuchtenden Schirmen, die durch die geladenen Teilchen zum Leuchten angelegt geregt werden. Man musste die tatsächlich als Experimentator direkt beobachten. So, also kann man sagen, okay, Gleichspannung ist eine gute Idee. Die höchsten Gleichspannungen erzielt man mit einem Van der Graaff-Generator. Er wurde auch in der Zeit erfunden. Der erste 1930 mit 1,5 Millionen Volt. Das ist ja schon eine ziemlich hohe Spannung. So die stärksten Überlandleitungen, die man so hat, sind noch im einige 100.000 Volt-Bereich. Man spricht also so bei zu Überhochspannungsverbindungen, wenn es irgendwie darum geht, wie kriegt man den Strom von Norwegen nach Resteuropa, dann redet man auch mal über eine Million Volt, aber es ist schon eine sehr, sehr hohe Spannung. Das Prinzip ist da, dass die Ladungen tatsächlich mechanisch auf ein isoliertes Terminal transportiert werden. Der Beschleuniger ist dann entsprechend parallel und ich kann die hohe Spannung wieder benutzen, um auf die gleiche Weise Teilchen zu beschleunigen, Experimente zu machen. Nur leider stellt uns die Natur an der Stelle ein Bein. Das ist hier, das ist ein typischer Van der Graaff-Beschleuniger mit 5 Millionen Volt. Und die höchste Energie, die meines Wissens erreicht wurde, ist sowas wie 25 Millionen Volt. Danach kriegt man diese hohen Spannungen einfach nicht mehr isoliert. Bei diesen hohen Spannungen spricht man schon davon, dass der komplette Beschleuniger in speziellen isolierenden Gasen eingepackt ist und man kommt also an ganz vielen Stellen an die Grenzen des technisch Machbaren. Jetzt ist es aber so, wenn der Daniel seine Experimentatoren fragt, was die für Anforderungen an den Beschleuniger haben, dann haben die Energien, die erfordern, würden erfordern Gleichspannungen im Bereich bis mehrere Milliarden Volt. Das heißt auch durch technische Fortschritte, wenn man also heute sowas noch bauen würde und sagen, man schafft es vielleicht bis 50 Millionen Volt oder 100 Millionen Volt, würde das tatsächlich nicht den Anforderungen der Experimente, die heutzutage mit Beschleunigern gemacht werden sollen, genügen. Das heißt, man muss also irgendwie einen Trick machen, um von diesen ganz hohen Spannungen wegzukommen. Und ich muss an der Stelle leider zugeben, mein ganzer Job besteht als Beschleunigerphysiker darin, die Teilchen zu betrügen. Was wir nämlich machen ist, wir beschleunigen die mit Wechselspannung und wir zeigen denen ganz, ganz oft dieselbe Wechselspannung und versuchen das so zu machen, dass das Teilchen das nicht merkt. Also mal kurz vorneweg, eine Wechselspannung ist einfach erstmal eine Spannung, die periodisch ihre Polung ändert. Die geht von Plus nach Minus, von Minus nach Plus. Ganz bekannt ist die Wechselspannung, die also bei uns aus der Steckdose kommt. Das sind da 50 Hertz, das heißt, die wechselt 50 Mal pro Sekunde die Richtung. Beim Beschleuniger nehmen wir da Hochfrequenz, die macht das noch ein bisschen häufiger. Ein Beispiel ist am Linearbeschleuniger, hier am GSI sind das 108 Megahertz. Das ist also
der Bereich, den Ihr UKW-Radio im Auto vielleicht noch hat, wenn es in meinem Fall ein altes Analoges ist. Das heißt, 100 Millionen Mal pro Sekunde wechselt die Richtung. So, aber das würde uns jetzt noch nicht weiterbringen, weil wenn wir uns jetzt dieses Bild vom Anfang hier angucken und würden jetzt hier eine Wechselspannung anlegen und hätten hier ein positiv geladenes Teilchen, dann würde das einfach hin und her schwingen. Das heißt, das würde schon beschleunigt, dann aber wieder abgebremst und wieder zurück beschleunigt und hin und her, hin und her, hin und her. Ich würde also keine höhere Energie gewinnen zunächst als die Amplitude, die maximale Spannung dieser Wechselspannung. Und da haben sich diverse Leute auch dann Mitte des 19. Jahrhunderts Strukturen überlegt, die einen ganz schlauen Effekt benutzen. Man hat eine Anordnung, in diesem Fall hier gehe ich mit, sage ich mal, Driftröhren, das sind Metallröhren, ich zeige gleich auch noch ein Bild, wie das in der Natur aussieht, und dazwischen sind die Ionen. Nehmen wir einfach mal das erste Ion hier, das kommt also gerade aus der Röhre aus und die Wechselspannung ist gerade so, dass das Ion von der ersten Driftröhre zur zweiten beschleunigt würde. Dann wird das schneller, fliegt in die nächste Röhre rein, das ist das Bild dann hier unten, und dann ist, wenn das richtig eingestellt und richtig aufgebaut ist, das Teilchen gerade in der Röhre, wenn sich die Spannung umpolt. Naja, das ist eine Metallröhre. Wir wissen alle so ein bisschen aus der Schule vielleicht noch, wenn sich irgendein Teilchen oder auch Mensch in einem kompletten Metallkäfig befindet, dann ist er völlig sicher vor Blitzen. Faradayscher Käfig vielleicht schon mal gehört, bei Gewitter ins Auto gehen. Das heißt, im Inneren von einem Metallkäfig ist kein Feld. Das heißt, draußen drumherum, wenn da Teilchen wären, die würden tatsächlich jetzt abgebremst. Das Teilchen selbst ist aber in diesem Metallkäfig und sieht von dem Feld nichts. Das heißt, das fliegt mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Wenn es jetzt auf der anderen Seite rauskommt, wird es wieder ein bisschen beschleunigt, geht dann in die nächste Röhre, fliegt unvermittelt weiter, während sich die Spannung umpolt und so weiter und so fort. Man sieht, es ist auch hier gezeichnet, die Röhren müssen dann entsprechend länger werden und auf die Weise kann ich sehr, sehr hohe Energien erzeugen, indem ich das Teilchen betrüge und das beschleunige, nicht mit 1 Million Volt, sondern ganz, ganz oft mit denselben 50.000 oder 100.000 Volt. Da ist man eigentlich mit Beschleunigerbau schon fertig. Der Vortrag heißt das Herr der Ringe. Das heißt, die Frage ist, wieso brauche ich einen Ring? Spinnen wir das Ganze mal weiter. Wir wollen den Fährbeschleuniger als Linearbeschleuniger bauen. Das, so heißen diese Beschleuniger nämlich, weil die geradeaus schießen, linear. Das könnte man machen. Der wäre mehrere Kilometer lang und würde vermutlich als Stromversorgung ein komplettes Großkraftwerk brauchen. Das ist ein bisschen das Problem bei der Sache. Das ist eigentlich ein sehr guter Beschleuniger. Ich glaube, die Experimentatoren hätten den sehr gern. Aber der kostet sowohl im Bau sehr, sehr viel Geld und insbesondere dann im Betrieb unglaublich viel Energie. Das Ganze hat einen gewissen Effizienznachteil. Es wird nämlich jede Beschleunigungsstrecke nur einmal benutzt und das Ganze würde ja auch immer länger und immer länger werden. Das würde man tatsächlich nicht so bauen. Man würde dann mehrere Linearbeschleuniger hintereinander stellen und die Frequenz entsprechend erhöhen. Das kann man schon machen. Das wird auch durchaus für ganz moderne Beschleuniger, für Zukunftsprojekte diskutiert, ob man sehr lange Linearbeschleuniger baut. Aber um jetzt wie in unserem Fall Schwerionen zu beschleunigen, ist es vielleicht nicht der optimale Beschleuniger. Und dann kommt man zu Ringstrukturen. Ich will noch mal ein paar Fotos zeigen, kurz bevor ich zu den Ringbeschleunigern gehe. Das ist ein Blick in unseren tatsächlichen Linearbeschleuniger. Sie sehen, das ist so ein großer Tank. Wenn er nicht in Betrieb ist, kann man auch drin stehen. Im Betrieb bitte überhaupt nicht, weil da ist er luftleer gepumpt. Man könnte da also nicht atmen, aber auch die Strahlung würde eigentlich besonders gut tun. Und die Teilchen selbst sind nur in dem kleinen Loch in der Mitte. Das heißt, hier dieser Reihe von Driftröhren, die Hochfrequenz wird hier von außen eingekoppelt und der Strahl fliegt dann in geradeaus Richtung und wird beschleunigt. So sieht das Ganze von außen aus. Man hat also hier am GSI, am Unilac, drei Ionenquellen. Hier sind die rechts und links gerade nicht im Bild, die beiden Terminals. Man sieht nur so eine Kante. Hier hinter der Wand ist die dritte Ionenquelle. Das heißt, wir haben verschiedene Ionenquellen. Das Bild, was ich am Anfang gezeigt habe, das war in diesem Terminal. Der Strahl geht von hier um die Ecke mit der bisschen am Anfang beschleunigen wir tatsächlich mit Gleichspannung, etwa 200.000 Volt. Dann geht es hier um die Ecke, geht hier in den ersten Teil des Linearbeschleunigers, dann in den zweiten Teil und dann auch schon zu den ersten Experimenten.
Der ganze Teil ist, was der älteste, da hinten der lilane Teil ist der älteste Teil des Beschleunigers, der ist aus den 1970er Jahren. Der Teil hier vorne wurde in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts mal erneuert. Der ganze ist etwa 100 Meter lang. Er kann bis zu 50 Pulse von Ionen pro Sekunde machen, mit einer Pulslänge von 5 Millisekunden. Das heißt, man hat also 25% der Zeit Strahl, wenn er so eingestellt ist. Und er ist einer der Injektoren für die Fähranlage. Dafür muss er hochintensive Schwerionenpulse machen von ca. 200 Mikrosekunden Länge mit bis zu knapp 3 Hertz. Die Energie am Ende dieses Beschleunigers ist bis zu 11,4 Millionen Elektronenvolt pro Nukleon. So, pro Nukleon rechnen wir immer, weil wir ein Schwerionenforschungsinstitut sind. Das heißt, bei uns können Sie als Experimentator alle Ionensorten bestellen, vom Proton bis zum Uran. Alles, was das Periodensystem der Elemente hergibt. Ja, im Moment beschleunigen wir zum Beispiel gerade Xenon, das ist ein schweres Edelgas. Demnächst machen wir mal Goldstrahl, wir haben auch mal Bleistrahl, also Eisen, Zink, so mittelschwere. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Elemente, die angefordert werden, je nachdem, was der Experimentator für seine Experimente braucht. Die Geschwindigkeit ist allerdings hier am Ende des Unilax immer ungefähr gleich, diese 11,4 MeV. Und die unterschiedlichen Ionenquellen können zum einen dazu genutzt werden, verschiedene Ionen gleichzeitig zu beschleunigen. Das ist eine ganz spannende Sache. Dann kommen ein paar Pulse von der einen Ionenquelle, was weiß ich, Eisen, und ein paar Pulse von der anderen Ionenquelle, Argon. Und dann können sich hinten die Experimentatoren aussuchen, ob sie lieber den Argonstrahl oder lieber den Eisenstrahl haben wollen. Und wir haben tatsächlich zwei Experimente, die wir gleichzeitig glücklich machen können. Das macht dem Daniel dann viel Kopfschmerzen, weil in dem Moment hat er nämlich viel mehr Möglichkeiten, Experimente gleichzeitig parallel laufen zu lassen. Jetzt wollen wir mal zu höheren Energien. Und da ist das Mittel der Wahl tatsächlich ein Ringbeschleuniger. Wieso macht man das? Das ist jetzt schematisch dargestellt. Ich zeige auch hier gleich nochmal ein Bild. Also wir kommen hier vom Linearbeschleuniger rein, gehen in den Ringbeschleuniger. Hier sind so Kästchen gemalt, rot und gelbe Kästchen. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das sind Magnete oder sollen Magnete darstellen. Und die ganze Struktur hat nur einen Zweck. Es gibt hier eine oder mehrere Beschleunigungsstrecken. Zum Erklären sagen wir mal, es ist nur eine. Und die Ionen sollen hier an der Beschleunigungsstrecke vorbeifliegen, sollen dann eine Runde drehen und wieder hier vorbeikommen und dann wieder ein bisschen beschleunigt werden. Und der Trick ist dann so ähnlich wie beim Linearbeschleuniger. Auch hier benutze ich eine Wechselspannung und immer, wenn die beschleunigend ist, sollen die Teilchen gerade hier sein. Und immer, wenn sie abbremsen wäre, sind die Teilchen gerade auf der anderen Seite und sehen dann auch das Feld dieser Beschleunigungsstrecke nicht. Und der ganze Aufwand mit den Magneten dient, wie gesagt, nur dazu, die Teilchen wieder an denselben Ort zurückzubringen. Wir sehen auch schon, das Ganze ist jetzt nochmal ein ganzes Stück größer. Der Umfang ist schon über 200 Meter. Und es gibt auch einen Unterschied, es gibt keinen kontinuierlichen Strahl mehr. Ich muss das Synchrotron, so nennt man so einen Ringbeschleuniger, befüllen. Dann mache ich eine Beschleunigung und bei der Beschleunigung erhöhe ich langsam die Felder der Magnete. Das muss man sich so vorstellen, je schneller die Teilchen werden, umso schwieriger kommen die um die Kurve. Die Kurven werden durch die Magnetfelder gemacht. Und je schneller ich halt um die Kurve fahren möchte, umso stärker muss auch die Seitenführungskraft sein beim Autofahren und umso stärker muss bei uns dann das Magnetfeld sein. Das heißt, während ich die beschleunige, muss ich ständig das Magnetfeld erhöhen und außerdem kommen die Teilchen natürlich in immer schnellerer Folge an der Beschleunigungsstrecke vorbei. Das heißt, ich muss auch die Frequenz meiner Beschleunigungshochspannung erhöhen. Das funktioniert ganz gut. Ich zeige gleich noch ein bisschen genauer, wie die Komponenten aussehen und wie die funktionieren. Das kann, so wie es jetzt da steht, Uranionen liefern mit bis zu 1 GeV, einer Milliarde Elektronenvolt pro Nukleon, also nochmal 238, da haben wir also schon diese Milliarden von Volt, die ich brauche, um etwas zu beschleunigen, und tatsächlich 4,7 Milliarden Elektronenvolt Proton. Die Teilchen für die Experimente kann ich auf zwei Arten zur Verfügung stellen. Ich kann sie alle auf einmal rausschießen, das nennen wir schnelle Extraktion. Da schalten wir innerhalb von einer Runde einen Magnet an. Das ist auch eine technisch sehr anspruchsvolle Aufgabe, die einen eigenen Vortrag verdient hätte. Und
Wir können die Ionen auch langsam aus dem Beschleuniger rausholen. Dann können wir über mehrere Sekunden lang die Teilchen zum Experiment fliegen lassen. Also ich habe eine gewisse Menge Teilchen beschleunigt. Die befinden sich dann auf der richtigen Energie in meinem Beschleuniger. Und dann schalte ich diese langsame Extraktion ein. Und dann kann ich die beispielsweise über einen Sound von 3 bis 10 Sekunden extrahieren. Das Besondere an so einem Synchrotron, deswegen werden die so gern für Forschung benutzt, ist, der kann von Zyklus zu Zyklus, wir nennen es also immer einmal füllen, beschleunigen und extrahieren, nennen wir Zyklus, kann von Zyklus zu Zyklus unterschiedliche Teilchenarten beschleunigen und auch zu unterschiedlichen Energien. Also wenn ich experimentiere hinter dem GSI-Synchrotron, kann ich verschiedene Elemente anfordern. Ich kann verschiedene Energien und verschiedene Teilchenintensitäten anfordern. Ich habe also sehr viel Auswahl, volle Flexibilität für mein Experimentprogramm. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Magneten, weil die werden uns durch den Vortrag ein bisschen verfolgen, weil die sind einer der Gründe, wieso die ganzen Beschleunigeranlagen so aussehen, wie sie aussehen. Unsere immer sogenannten Hauptmagnete sind Dipolmagnete. Das sind Elektromagnete. Hier ist mal ein Bild, das ist ein Blick in unseren Beschleunigertunnel. Die roten hier sind unsere Ablenkmagnete, unsere Dipolmagnete. Im Inneren sehen die zumindest zur Hälfte so aus. Das ist hier blau gezeichnet, Eisen. Dann gibt es hier Spulen aus Kupfer, die sind wassergekühlt. Da fließen hohe Ströme durch, mehrere tausend Ampere. Und das führt dann dazu, dass dieses Eisen hier magnetisiert wird. Es entsteht ein Nord- und ein Südpol. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Teilchenstrahl in die Ebene unseres Bildes hier fliegt, dann wird der abgelenkt zur Seite. Je nachdem, wie rum ich den Magnetenpole nach rechts oder nach links. Man sieht aber hier, diese Magnete, die sind auch etwas gekrümmt. Das ist also kein Effekt der Linse. Das ist tatsächlich so. Wir möchten die immer nur in eine Richtung ablenken. Wir wollen diesen Kreis schließen. Damit kann ich also schon einen Kreisbeschleuniger bauen. Ein normaler Elektromagnet mit Eisenjoch hat ein Magnetfeld immer etwas kleiner als 2 Tesla. Das ist diese Einheit, die wir vorhin schon hatten. Das ist auch schon ein relativ hohes Feld, aber da bin ich mit Eisen am Ende. Wenn ich zu größeren Feldern möchte, muss ich sogenannte supraleitende Magnete nehmen. Es ist aber so, der Teilchenstrahl, den ich aus meinem Linearbeschleuniger da reingeschossen habe, der tut mir den Gefallen nicht, dass er einfach mehr 100.000 Mal, bis er beschleunigt ist, völlig ohne Zicken da im Kreis rumläuft, der möchte ständig in alle Richtungen verschwinden. Deswegen gibt es auch noch diese gelben Magnete hier hinten. Das sind unsere magnetischen Linsen, sogenannte Quadrupole. So, hier müssen wir, also hier ist ein Bild und ein Schema. Man sieht also Quadrupole, 4 Pole, 2x Nord, 2x Süd, schräg gegenüber. Auch wieder mit Eisen und Spulen. Live sieht das Ganze dann so aus, man hat also viel Eisen, man hat diese Kupferspulen, die sind dann, was man hier auch sieht, ist vergossen mit Kunststoff, dass die also gegeneinander isoliert sind, die machen dieses Magnetfeld. So, was passiert jetzt nun, wenn ein Strahl hier in der Mitte durchfliegt? Also die Antwort ist erstmal, wenn er genau in der Mitte durchfliegt, gar nichts. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache, weil der Magnet soll ja als Linse wirken, der soll irgendwie den Strahl dazu bringen, auf seiner Bahn zu bleiben. Wenn er versucht, nach rechts oder links wegzugehen möchte, soll er wieder zusammenkommen. Und das macht dieser Magnet wie folgt. In der einen Ebene, wenn der Strahl drin ist, schafft er das tatsächlich. Wenn die Teilchen weiter nach außen abgelenkt werden, wie hier gezeigt, dieses rote Teilchen, wenn es also nach außen geht, wird das Teilchen in Richtung der Strahlachse in die Mitte zurück abgelenkt. Dasselbe passiert hier gegenüber auf der anderen Seite. Das Problem, was ich habe, ist, Entschuldigung, hier oben in dem Bereich, wenn ein Teilchen dahin kommt, dann wird das nicht etwa zur Achse zurückgelenkt, sondern es wird tatsächlich noch weiter von der Achse entfernt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd. Also ich habe jetzt ein Element, möchte das in meinem Beschleuniger bauen. Es hat den Job, die Teilchen bitte in alle Richtungen zurück zur Strahlachse zu bringen. Und in der einen Richtung macht er das ganz wunderbar und in der anderen Richtung macht er genau das Gegenteil. Jetzt machen wir folgenden Trick als Beschleunigerphysiker. Wir nehmen den zweiten Quadrupoler, mindestens einen zweiten Quadrupol, stellen den ein Stück weiter hinten auf und verdrehen den um 90 Grad. Dann ist diese Eigenschaft genau vertauscht. Das heißt, in der Richtung, wo er zunächst fokussierend wirkte, ist er defokussierend und in der Richtung, wo er vorher defokussierend wirkte, ist er fokussierend.
Vollkommen zu Recht können Sie jetzt einwenden, naja, ist immer noch nichts gewonnen, dann ist ja insgesamt nichts passiert. Das ist aber ein bisschen anders, weil diese Quadrupole haben die angenehme Eigenschaft, dass sie stärker die Teilchen zurücklenken Richtung der Achse oder weglenken von der Achse, je weiter das Teilchen außen im Magneten ist. Das habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen Magnet, der Strahl geht da durch. In der einen Ebene wird er viel kleiner gemacht und in der anderen Ebene viel größer. Dann kommt der zweite Magnet, der vertauscht die beiden Ebenen, aber der ursprünglich defokussiert wurde, der Teil des Strahls, wird viel stärker zusammengeführt, weil der ja weiter außen ist. Und der Teil des Strahls, der ursprünglich fokussiert wurde, der wird zwar defokussiert, aber nur relativ wenig, weil der ja schon kleiner geworden ist und in der Mitte. Das heißt, aus der Kombination von zwei Magneten kann ich am Ende eine Linse bauen, die dazu sorgt, dass der Strahl immer wieder zurück zur Achse gelenkt wird. Nur das gibt mir die Chance, dass ich über mehrere tausend bis hunderttausend Umdrehungen den Strahl in meinem Ringbeschleuniger lassen kann und ihm jede Runde einen kleinen Schubs geben kann, dass er schneller wird. So, also nochmal, wie sieht so ein Zyklus aus? Einfach schematisch. Ich habe hier aufgetragen das Magnetfeld, dazu nochmal die Frequenz der Beschleunigungsspannung. Also ich schieße Strahlen ein, die kommen bei uns vom Linearbeschleuniger, die laufen dann erstmal eine Weile um. Dann fange ich mit der Magnetrampe an und der Beschleunigung. Während der Magnetrampe muss dann auch die Frequenz steigen und irgendwann bin ich fertig mit der Beschleunigung und da oben kann ich den Strahl dann extrahieren. Wenn ich ihn schnell extrahiere, kann ich mit der Rampe direkt wieder runtergehen. Das ist jetzt ein Zyklus hier, wie ich ihn hätte bei einer langsamen Extraktion. Das heißt, der Strahl muss dann noch eine Weile oben bleiben, um so lange die Teilchen im Kreis da rumfliegen zu lassen, bis ich sie alle extrahiert habe. Wie sieht das aus? Also wir haben nochmal ein Bild hier in den Tunnel, einen Blick in den Tunnel. Hier sind nochmal so magnetische Linsen, sind bei uns drei, nicht zwei, zwei große, eine kleine, kann man auch machen. Die Ablenkmagnete und hier ist eins der Herzstücke eine Beschleunigungsstrecke. Ich habe dann nochmal eine Vergrößerung genommen. Hier in der Mitte, naja, auf 10 cm ungefähr, ist die Vakuumröhre des Beschleunigers, die sich aus Metall befindet, aufs Metall aufgebaut ist, unterbrochen durch eine Keramik, durch einen Isolator. Und dazwischen baut sich das Feld auf. Und nur auf diesen 10 Zentimetern von den 216 Metern wird das Teilchen tatsächlich beschleunigt oder die Teilchen beschleunigt. Dann gibt es noch einen weiteren Trick, den will ich hier mal zeigen. Als Beschleunigungsspannung ist auch hier wieder so eine harmonische Wechselspannung, sinusförmig, für die, die das noch aus Mathe wissen. Und ich habe irgendwo eine Sollbeschleunigungsspannung. Ich sage mal hier, wo diese gestrichelte Linie ist. So, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ein Teilchen kommt genau in dem Moment an, wo die Spannung an der Stelle ist. Ja? Das heißt, es kriegt genau die Beschleunigungsspannung, die es haben soll, bis zum nächsten Umlauf. Jetzt kann es aber auch sein, die Natur tut einem nicht den Gefallen, dass alle Teilchen, die also eingeschossen werden aus dem Linearbeschleuniger, exakt gleich schnell sind. Es gibt manchmal vorwitzige Teilchen, die sind ein bisschen schneller. Und es gibt ein bisschen tranige Teilchen, die sind ein bisschen langsamer. Und die will ich ja irgendwie alle beschleunigen zu den Experimenten. Und wenn ich den Beschleuniger richtig einstelle, passiert Folgendes. Die Teilchen, die ein bisschen zu spät kommen, sehen höhere Spannungen. Die Teilchen, die ein bisschen früher kommen, sehen niedrigere Spannung und das führt dann dazu, dass ich die nicht nur durch die magnetischen Linsen immer wieder zurückfokussiere, sondern ich fokussiere die auch in Längsrichtung zurück. Was dann passiert ist, wenn ich mir ein einzelnes Teilchen angucke über mehrere Runden, das schwingt tatsächlich immer hin und her und die Teilchen sind auch nicht gleichmäßig im Ring verteilt, sondern die sind in sogenannten Bündeln, wir nennen die Bunch. Na, also wenn Sie dann den Beschleuniger gucken, von oben beispielsweise, und könnten die Teilchen durch die Vakuumröhre sehen, weil Sie irgendwie Supermans Röntgenblick haben, dann würden Sie sehen, an manchen Stellen im Beschleuniger sind Teilchen, dazwischen sind Lücken. Ja, da, wo die Teilchen sind, das nennen wir Bunch, das Ganze dreht sich und fliegt im Kreis. Aber wenn Sie sich ein einzelnes Teilchen angucken, im eigenen Bunch, und setzen sich genau in die Mitte des Bunch, dann sehen Sie, das ist mal vorne und mal hinten. Das ist nämlich genau so, es ist manchmal zu weit hinten, dann kriegst du eine starke Zusatzbeschleunigung, dann ist es wieder ein bisschen zu schnell und dann kriegst du die nächste Runde weniger Beschleunigung und auf die Weise springt das immer hin und her. Das ist das Prinzip der Phasenfokussierung und ohne das würde so ein Ringbeschleuniger überhaupt nicht funktionieren. Das haben sich also auch
in den 1940er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Leute so ausgedacht. Und das hat dazu geführt, zu dieser Klasse von extrem erfolgreichen Ringbeschleunigern mit der hohen Flexibilität. So, jetzt haben wir also Teilchen eingeschossen, wir haben die Teilchen beschleunigt, wir sind fertig mit der Beschleunigung, wir sind oben, wir nennen das immer Flattop, oben auf dem Plateau angekommen und haben jetzt die Teilchen in der richtigen Energie für das Experiment. Jetzt muss es noch irgendwie zum Experiment hinkommen. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nämlich eine Beschleunigerstruktur gebaut, mutwillig, aus Magneten, die vollkommen darauf optimiert ist, dass da auf gar keinen Fall Teilchen rauskommen und verloren gehen. Jetzt sind wir mit Beschleunigung fertig und überlegen uns das in dem Moment anders und sagen, tja, jetzt hätte ich die Teilchen aber gerne nicht mehr im Ring, ich hätte die gerne woanders. Habe aber leider eine Struktur, die ich auch nicht so schnell ändern kann, die die Teilchen drin behält. Da muss man dann wieder einen Trick machen und das ist was, wo ich nicht ganz genau drauf eingehen kann, aber wo ich hier ein Bild zeigen will. Man kann die dann langsam extrahieren und dafür benutzt man sogenannte elektrostatische Septer. Hier in der Mitte muss man sich vorstellen, das ist alles auf Erdpotenzial, da kreisen die Ionen. Hier sieht man hoffentlich auf Ihrem Bildschirm auch, wie so eine Harfe aus Metall drehten. Und hier auf der anderen Seite ist ein Klotz, der ist hier isoliert aufgehängt und da hängt ein Hochspannungskabel dran im Vakuum. Und zwischen diesem Klotz und diesem Erdpotenzial haben wir eine Spannung von über 100.000 Volt. Und wir schaffen es jetzt, den Beschleuniger in den Zustand zu liefern, dass einzelne Teilchen anfangen, hier nach draußen zu wandern. Und irgendwann springen die dann auf die andere Seite dieser Drähte. Und dann werden sie aufgrund des elektrischen Feldes in diesem Fall ganz leicht abgelenkt und gehen dann weiter unten sehr definiert verloren. Nämlich die gehen genau an der Stelle verloren, wo wir ein Loch in der Vakuumröhre haben, was mit weiteren Magneten und der Strahlführung zu den Experimenten führt. Und genau auf diese Weise schaffen wir es, den Strahl über so aus strahldynamischer Sicht extrem langen Zeiträumen wie mehreren Sekunden lang zum Experiment zu liefern, das dann wieder für das Experiment nahezu kontinuierlicher Strahl abkommt. Das Ganze heißt langsame Extraktion und da werden auch heute noch wissenschaftliche Paper drüber geschrieben. So, jetzt wollen wir aber mal wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen, zur Fähranlage. Ich habe jetzt hier mal eine Gesamtübersicht, wie die Fähranlage in Zukunft aussehen will. Also ich mache genau das, was es immer ist. Ich werfe Ihnen das fertige Produkt für die Füße, aber ich versuche jetzt so ein bisschen zu erklären, wie wir da hingekommen sind, wieso das so aussehen muss. Und da stehen am Anfang immer die Anforderungen. Die Experimentatoren wünschen sich höhere Primärstrahlintensitäten. Das ist die Frage, was soll das? Das kann man sich mal so vorstellen. Wenn Sie eine gute Idee haben und möchten ein Experiment am heutigen GSI machen, dann gehen Sie zum Experimentausschuss und melden das an und sagen, das und das ist das, was ich vorhabe, das möchte ich machen, das sind die wissenschaftlichen Ziele und dann werden die unter Umständen für gut gefunden. Und eine Sache dieses Vorschlags ist dann auch immer, wie viel Strahlzeit Sie brauchen. Das hängt ganz oft davon ab, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie das beobachten können, was Sie durch Ihr Kollisionsexperiment denn eigentlich sehen möchten. So, und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass das, was Sie sehen wollen, mit der bestehenden GSI-Anlage nur einmal am Tag zu sehen ist oder sogar nur einmal pro Woche oder nur einmal im Monat. Und dann brauchen Sie vielleicht 10 Ereignisse davon und dann bräuchten Sie also die ganze Strahlanlage 10 Monate lang. Und dann wird das Komitee oder auch die ganze Strahlzeitkoordination sagen, für ein Jahr, für ein Experiment kriegen Sie Beschleuniger nicht. Wenn ich aber einen Faktor 1000 mehr Intensität habe, dann habe ich das ja an einem Wochenende gemacht oder noch schneller. Das heißt, es werden plötzlich allein durch eine höhere Intensität Experimente und Untersuchungen möglich, die vorher gar nicht gingen. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch ein Entdeckungspotenzial, weil ich einfach sehr, sehr viel seltenere Kerne durch Kollisionen herstellen kann oder andere Teilchen, die ich untersuchen möchte. Was man auch noch möchte, ist eigentlich, wollen ganz viele Experimente gar nicht mehr den Primärstrahl haben, das heißt der Strahl, der direkt aus dem Beschleuniger kommt, sondern die stellen sich erst durch eine Kollision einen Strahl aus Bruchstücken davon her, einen sogenannten sekundären Strahl, meistens radioaktiv, deswegen nennt man die auch radioaktive Strahlen. Da will man sogar einen Faktor 10.000 gewinnen gegenüber der bisherigen GSI. Dann gibt es immer noch
Experimentatoren, die auch bei uns, obwohl wir also mehr so auf Intensität und Schwerjungen getrimmt sind, höhere Energien wollen. Und wir wollen noch ganz neue Eigenschaften. Wir wollen intensiv gekühlte Strahlen, insbesondere Antiprotonen, also Antiteilchen, das Antiteilchen zu unserem Proton untersuchen. Das ist die Frage, wie stellt man die her? Wie muss ein Beschleuniger aussehen, der sehr gut darin ist, Antiproton herzustellen? Nebenbei muss man, um das überhaupt zu erreichen, eine Menge neuer Technologien einsetzen, schnell zyklierende, superleitende Magnete zum Beispiel oder halt für die Kühlung verschiedene Kühlarten für die Strahlen. So. Wie geht das jetzt im Einzelnen? Nehmen wir uns jetzt erstmal die bestehende Anlage vor. Die soll als Injektor dienen. Das heißt, ich möchte die Teilchen, die ich im Moment beschleunige, wieder für Experimente benutzen, allerdings viel mehr. Ja gut, dann kann ich natürlich erstmal sagen, ich verbessere die bestehende Anlage. Das machen wir auch, das machen wir kontinuierlich. Der Punkt ist nur, wir sind ganz gut in unserem Job. Das heißt, so viel mehr Optionen hat man da gar nicht. Was man allerdings machen kann, ist, man kann die Anlage schneller machen. Als wir das FAIR-Projekt vorgeschlagen haben, das erste Mal auf dem Papier im Jahr 2001, da war das Synchrotron so ausgelegt, dass es einmal in 3 Sekunden Strahl abliefern konnte. Durch ein Upgrade-Programm haben wir es dazu gekriegt, dass es jetzt 3x pro Sekunde Strahl abliefern kann. Das ist schon ungefähr ein Faktor 10. Das heißt, die mittlere Intensität ist an der Stelle schon um Faktor 10 gestiegen. Dann lassen wir noch einen Stripper weg. Da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Was ist das? Es ist so, wir haben ganz am Anfang an der Quelle dem Teilchen ein paar Elektronen abgerissen. Beispielsweise bei unserem Referenzteilchen Uran 4 Elektronen. Das heißt, es ist ein Uran 4+. Mitten im Unilac und nach ungefähr 1/3 schießen wir das dann schon durch den ersten sogenannten Stripper. Da ziehen wir dem weitere Elektronen aus. Dann landen wir so bei 28+ und alle anderen Ladungszustände verschwinden schon. Wieso verschwinden die? Wenn man sich so vorstellt, also die Idealvorstellung wäre natürlich, ich habe so einen Haufen Kinder, die schicke ich in die Umleite und habe danach ohne weiteres Zutun eine komplett einheitlich gekleidete Mannschaft, wobei man sieht auch hier schon, da gibt es kleine Unterschiede. Wenn man das Experiment, alle die Kinder haben, wissen das, durchführt, wird das ganz anders aussehen. Man schickt die in die Umkleide und wenn die rauskommen, sehen die alle anders aus. Dasselbe ist bei uns auch so. Ja, wenn man jetzt eine Umkleide von einem Sportverein hat und hat nicht beliebig viele Trikotfarben zur Verfügung, dann kann es schon sein, dass es irgendwo ein Maximum gibt. Also die meisten tragen gelb, ein paar rot und ein paar grün. Das ist bei uns auch so. Das heißt, wenn wir unser Uran 28+ durch unseren Folienstripper schießen, das heißt, da steht einfach im Strahlweg eine dünne Folie, wo die durchfliegen können und dabei ein paar Elektronen verlieren, dann kriege ich so Ladungszustände 72, 73, 74, 75, 71. Das Problem in so einem Ringbeschleuniger, der dann folgt, ist, ich kann nur mit einem Ladungszustand was angefangen. Die anderen habe ich alle verloren. Und das Verhältnis ist ziemlich ungünstig. Beim Uran, bei den schweren Ionen, ist es tatsächlich so, dass 6/7 des Strahls in einem Ladungszustand sind, den ich nicht brauchen kann. Also Sie können jetzt sagen, nehmen Sie einen anderen, aber es ist da auch nicht besser. Also der Beste, wo ich schon das meiste drin habe, das sind nur 1/7. Das heißt, da habe ich dann nochmal einen Faktor gewonnen, wenn ich das auf die Weise mache. Wir haben damit ein paar anderen Maßnahmen es geschafft, die Intensität von diesen teilgeladenen Ionen, nennen wir das, zu erhöhen. Ja, wir haben irgendwann im Jahr 2001 angefangen. Da ist der Strahl nach einem Bruchteil von einer Sekunde verloren gegangen. Da kam eigentlich gar nichts raus, haben das sukzessive gesteigert. Und liegen momentan bei so einer Rekordintensität für Uran im Bereich von 3x10 hoch 10 Teilchen. Ja. Also eine Nominalintensität im Jahr 2000 an der Maschine war einige 10 hoch 8. Das heißt, wir haben da schon mal einen Faktor 100 ungefähr gewonnen. Wir haben jetzt nur ein Problem. Die Teilchen können zwar weiterhin beschleunigt werden, dadurch, dass die aber schwächer geladen sind, sind die viel schwieriger, um die Ecke zu lenken. Das heißt, mein Beschleunigungszyklus, der endet energetisch gesehen früher. Ich fahre die Magnete natürlich weiterhin bis zum Anschlag, aber weil die Teilchen so viel schwieriger, um die Ecke zu lenken sind, weil sie ja weniger Ladung haben als die anderen, lande ich bei niedriger Energie. Und jetzt kommt
der erste Hinweis, wieso Fair so aussieht, wie es aussieht. Ich habe nämlich, wenn ich weniger geladene Ionen habe, zwar direkt höhere Intensitäten, weil ich den Stripper gespart habe, ich habe sogar noch einen zusätzlichen positiven Effekt, die stoßen sich weniger untereinander ab, das hilft bei ganz großen Intensitäten, aber die Energie reicht nicht mehr für die Experimente. Ja, also unsere Experimentatoren wollen einige hundert Millionen Elektronenvolt pro Nukleon bis über eine Milliarde Elektronenvolt pro Nukleon. Und das schaffe ich dann nicht mehr mit den Teilgeladen. Das heißt, allein dafür brauche ich einen neuen Beschleuniger, um dieselben Teilchen mit einem kleineren Ladungszustand wieder auf dieselbe Energie zu bringen. Und das bedingte dann zunächst schon mal, dass auf jeden Fall hier hinter SIS 18 irgendwie ein großer Beschleuniger muss. Und da muss ich die Teilchen transferieren können und weiter beschleunigen. Der ist jetzt ein Sechseck und liegt da oben im Norden. Wieso er im Norden liegt, erzähle ich ganz am Ende. Wieso er so groß ist, wie er ist und wieso ein Sechseck ist, kommt jetzt. Zunächst erstmal, die Länge ist genau fünfmal die Länge von SIS 18. Was wir nämlich machen wollen, ist, wir wollen, das muss man sich ein bisschen drauf einlassen, das ist ganz einfach. Das hier soll der Magnetzyklus sein vom SIS 18, wie den ich vorhin gezeigt habe. Und ich möchte viermal Ionen im SIS 18 beschleunigen und jeweils, wenn ich fertig bin mit Beschleunigen, zum SIS 100 rüber transferieren, hier auf der Strahlführung. Und jedes Mal schaffe ich diese, sagen wir mal, einigen 10 hoch 10, vielleicht sogar 10 hoch 11 Ionen darüber. Unsere Nominalintensität, die wir erreichen wollen, ist 5 mal 10 hoch 11. Das heißt, ich muss 1,5 mal 10 hoch 11 im SIS 18 haben und rüber transferieren. Das Ganze viermal und das sammle ich. Und zwar wie so eine Perlenschnur. Sie erinnern sich, ich habe mal zwischendrin erzählt, mit der Hochfrequenz können wir solche Bündel machen, solche Bunche. Im SIS 18 sind von diesen Bunchen zwei. Wenn man jetzt die 2 ins SIS 100 schießt, sind irgendwo hier im SIS 100, weil das ja fünfmal so lang ist, ist ein Fünftel belegt mit Bunchen. Dann kann ich die Runde später noch zwei Bunche, dann noch zwei, dann noch zwei. Dann habe ich irgendwann 8 Bunche hier und eine Stelle ist frei. Ja, ich habe so viel theoretisch Platz für 10 Bunche, mache 8 in eine Reihe und damit habe ich das SIS 100 dann einmal gefüllt. Und dann kann ich beschleunigen und ganz normal wieder, wie beim SIS 18, schnell oder langsam zu den Experimenten extrahieren. Also allein um dieselbe Energie wie bisher mit höherer Intensität zu kriegen, brauche ich das SIS 100. Jetzt habe ich aber noch einen tollen Zusatzeffekt. Es gibt ja auch noch eine Anforderung, höhere Energie zu wollen. Ich kann Folgendes machen. Ich mache eine Beschleunigung im SIS 18 wie bisher. Und mache an die Stelle hier nochmal eine Folie hin. Dann kann ich Teilchen an der Stelle bei höherer Energie durch eine Folie schießen. Und dann passiert irgendwann Folgendes. Ich schaffe es tatsächlich, auch schon bei der bestehenden GSI hinter SIS 18 für den Speicherring, einem Uran alle Elektronen abzureißen. Das ist allein schon ein interessantes Forschungsobjekt, dass wir bei uns im Labor ein vollkommen nacktes Uran haben können oder eins, was noch ein Elektron hat. Und wenn Sie das rüber transferieren ins SIS 100 und mit den Magneten und mit der Struktur, die in der Lage ist, ein Uran, was nur 28 Mal geladen ist, zu der Energie wie heute zu beschleunigen, plötzlich bis zum Anschlag zu beschleunigen, mit 92 plus, dann kommen Sie zu viel höheren Energien. Das ist genau ungefähr so ein Faktor 10 bis 11. Das heißt, Sie erschließen sich eine neue Physik zusätzlich, allein, dass Sie zwei Beschleuniger haben, dazwischen die Option haben, die Folie hinzumachen, für höchste Energien oder die Folie wegzulassen, um höhere Intensitäten zu machen. Das braucht zum Beispiel das CBM-Experiment, was an der Stelle ist. So. Das heißt also, jetzt haben wir hier im Norden das schon mal erklärt, wir wollen hohe Intensitäten machen, wir wollen auch hohe Energien machen. Das geht einfach, indem ich hinter den Ringbeschleuniger einen zweiten Beschleuniger packe, das hier alles verbessere und die Folie weglasse vom Stripper. Ich brauche dazu sehr schnelle, kompakte Magnete und insbesondere brauche ich ein sehr, sehr gutes Vakuum, weil die Schwerionen, gerade diese Teilgeladenen, dazu neigen, wenn ich die durch schlechtes Vakuum schieße, dann verlieren die ganz schnell ihre Elektronen, dann geht auch der Strahl verloren. Ein Teil Hightech, was wir dafür entwickelt haben und auch hier bei GSI getestet haben und inzwischen also auch schon alle Serienmagnete geliefert wurden,
sind die Hauptmagnete, die sehen ungefähr so aus. Und das ist jetzt kein normalleitender Magnet mehr, sondern ein supraleitender Magnet, der wird mit flüssigem Helium gekühlt. Die Spulen, sieht man auch hier, sind viel kleiner, weil halt viel mehr Strom fließen kann pro Fläche. Das Ganze erfordert aber eine aufwendige Kryotechnik. Aber wir haben einen Zusatzeffekt, den wir unglaublich wichtig brauchen für die Beschleunigung von sehr hohen Intensitäten. Durch die Kälte wird das Vakuum sehr gut. Der Druck, den wir erreichen können, ist kleiner als 10 hoch minus 12, nicht 10 hoch 12 Millibar. Das heißt, wir sind mehr als 1 bis 2 Größenordnungen besser gegenüber dem Vakuum, was wir bisher schon in Ringbeschleuniger haben. Und das ist schon sehr gut. Das ist also bei uns bisher schon eine mittlere freie Weglänge für so ein Teilchen, bis es ein anderes trifft, von über 100.000 Kilometern. Und das wird da noch viel höher. Dabei hilft auch die Kälte, weil nämlich einfach Gas, was da noch drin rumtreibt, in den Vakuumröhren aufgrund der großen Kälte einfach an der Wand festfriert. So. Jetzt wollten wir aber noch einen Faktor 10 gewinnen, durch einen neuen Fragmentseparator. Also was macht man? Exotische Kerne, seltene Kerne, radioaktive Kerne. Man schießt die Teilchen mit der bekannten Energie und mit höherer Intensität auf ein Target. Das ist hier. Und jetzt war es in der Vergangenheit so, weil man kann sich vorstellen, ich habe schön gebündelt Ionenstrahl fokussiert durch diese magnetischen Linsen auf den Weg gebracht, richtige Energie, alles passt, richtiges Element gewählt, Experiment genehmigt. Dann stelle ich mein Target in den Weg, ich möchte die in irgendwas zertrümmern. Dann kann man sich gut vorstellen, wenn der Strahl da durchgeht und Interaktion macht mit dem Target, dann wird er in alle Richtungen aufgestreut. Das heißt, es ist relativ schwierig, die Bruchstücke danach wieder einzusammeln. Bei dem bisherigen Fragmentseparator, der nicht schlecht gebaut war, der ist ein guter Fragmentseparator, mit dem kann man immer auch tolle Physik machen, gehen trotzdem bei manchen Sekundärteilchenarten über 90% der gerade so aufwendig erzeugten Teilchen verloren. Und bei unserem neuen Fragmentseparator sind wir tatsächlich in der Lage, die alle zu behalten oder fast alle davon. Das heißt, die Chance, sein sehr exotisches Teilchen für den Nobelpreis zu finden, geht locker um Faktor 10 hoch. Und einer der Gründe dafür ist, dass man sehr, sehr große Magnete hat, wo man also auch die Teilchen, die weit ab von der Strahlachse fliegen, wieder ablenken und fokussieren kann. Hier ist einfach mal so als Größenvergleich einer der Hauptmagnete vom Fragmentseparator, der dann diese Bruchstücke einsammeln muss und insbesondere separieren die spannenden für das Experiment, die man haben möchte, von den nicht spannenden, die man im Moment gerade nicht haben will. Die Woche später können das genau designen, die man haben möchte, zu trennen. Ist selbst auch ein Experimentplatz und liefert natürlich auch diese exotischen Strahlen weiter. Und eine Möglichkeit, die wir noch haben, ist eine völlig neue Physik, die wir bisher noch gar nicht machen. Wir haben also jetzt im Prinzip erstmal eine Kopie der GSI wie bisher. Wir haben einen neuen Ringbeschleuniger für höhere Intensitäten. Wir haben wieder einen Fragmentseparator. Findet sich hier auch wieder. Aber wir haben auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt statt ein Schwerion in den neuen Beschleuniger Protonen reinfüttere, die auf eine sehr hohe Energie zu beschleunigen, nämlich 29 GeV. Und wenn ich Protonen mit 29 GeV auf ein Produktionstarget schieße, dann gibt es eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich Antiprotonen damit herstellen kann. Da stehen dann Protonen-Antiprotonen-Paare und die Antiprotonen-Paare möchte ich behalten. Und damit ich damit überhaupt Experimente machen kann, muss ich die irgendwo sammeln und aufheben. Da kommt eine absolute GSI-Spezialität ins Spiel. Wir sind nämlich ein Institut, was absolut darauf spezialisiert ist, Speicherringe zu haben und zu betreiben. Und bei der Fähranlage kommt dann ein neuer Speicherring hinzu. Und das ist der sogenannte Kollektorring. Und da werden diese, man nennt das sehr heißen Strahl, der fliegt in sehr unterschiedliche Richtungen weg, aus Antiprotonen, wird gekühlt und aufgehoben, bis dann das Experiment, was in einem weiteren Speicherring, dem HESR, stattfinden soll, durchgeführt werden kann. Jetzt sind wir schon bei der Struktur. Ich baue erstmal Protonen. Das kann zwar unser jetziger Beschleuniger, aber nicht besonders gut. Der ist ein Schwerionenbeschleuniger. Der ist Spezialist für Schwerionen. Protonen können andere Teilchenbeschleuniger besser. Deswegen bauen wir einen neuen kleinen Protonenbeschleuniger, der dann in der Lage ist, die enormen Mengen von Protonen zu liefern, hier vorzubeschleunigen, da hauptzubeschleunigen, für die Erzeugung.
Ich mache hier einen Produktionstag, das baue ich hier hinter der Extraktion ungefähr an die erste Stelle, wo ich es hinbauen kann. Das heißt, die Länge hier Nord-Süd-Richtung wird allein da schon bestimmt. Ich kann das nicht mehr viel kürzer bauen. Irgendwo muss ein Target hin. Naja, und der Ring, der dann diese exotischen Antiteilchen einsammeln soll, der muss irgendwo in den Süden davon. Das heißt, die Länge ist irgendwie dadurch schon vorgegeben. Und da kommt dann eine Technik zum Einsatz, dass der Antiprotonenstrahl gekühlt und aufbewahrt und gelagert wird. Und ich kann tatsächlich durch einen Trick sogar mehrere Schüsse von Antiprotonen sammeln. Das heißt, da kann ich aufakkumulieren. Ich habe dann mehr und mehr und mehr Antiprotonen. Und irgendwann rentiert sich es dann, die in den Hochenergiespeicherring HESR zu transferieren, um das Experiment zu machen. Der ist so ein langer, ovaler Ring. Weil bei den Energien, wo ich die Experimente machen könnte, kann ich ihn nicht viel kleiner bauen. Das ist wieder begrenzt durch die Magnete. Ja, also die Magnettechnik bedingt die Länge dieser Bögen. Das sind die kleinsten Bögen, die ich bauen kann. Naja, und dann möchte ich gekühlten Strahl. Dafür brauche ich einen sogenannten Elektronenkühler. Das ist ein großes Gerät. Das ist auf der einen langen Geraden. Und ich brauche das Experiment, das ist auf der anderen langen Geraden. Auf die Weise ist also da schon wieder eine Topologie vorgegeben und das Ganze muss irgendwo hin, dann habe ich es hier hingepackt. Man kann es auch auf die andere Seite packen. Das waren dann so Konflikte mit dem Grundbebauungsplan. Aber im Großen und Ganzen ist also jetzt ganz viel von der Struktur schon erklärt. Ich habe hier oben einen großen Ringbeschleuniger. Der hat genau die Größe, die er haben muss, um alle Beschleunigungskavitäten unterzubringen. Die sind überwiegend auf den Geraden hier oben. Der hat eine lange Gerade, wo ich den Strahl reinschießen kann und eine lange Gerade, wo ich ihn rausschießen kann. Ja, und die da ist für die Zukunft. Man kann nämlich noch tatsächlich, wenn man möchte, in einen weiteren Beschleunigerring, den es noch nicht gibt, transferieren. Das sogenannte SIS-300 für noch höhere Energie. Das könnte man im selben Tunnel noch nachrüsten. Das ist also an die Zukunft gedacht. Aber die Spezialität mit den Speicherringen hört gar nicht mit den Antiprotonen auf. Das ist eine Forschungssäule. Auch die Speicherringphysik mit Schwerionen soll weiter betrieben werden. Und da kann ich dieselbe Kette nehmen. Das heißt, ich kann wieder den Fragmentseparator benutzen, mir ein exotisches Fragment machen. Und statt jetzt einem Antiproton hier zu speichern und zu akkumulieren, kann ich ein exotisches radioaktives Schwerion hier drin speichern und dann im HESR untersuchen. Die Experimente werden auch mit den bestehenden Speicherringen der GSI weitergemacht werden, werden auch jetzt gemacht. Tatsächlich ist hier der Cryring die erste echte Fährmaschine, die haben wir nämlich im Rahmen des Fährprojekts bekommen und da aufgebaut. Und man sieht also auch da, von daher muss der Fragmentseparator irgendwie hier neben dem Antiprotonentarget liegen, weil die sollen am Ende in denselben Speicherring schießen. Wir sehen also jetzt irgendwie eine Menge Zwangsbedingungen. Ich habe gar keine so anderen Optionen. Ich kann das vielleicht nochmal spiegeln, aber ich kann die nicht ganz woanders hinlegen. Ich kann das hier nicht viel kürzer machen. Auch hier bin ich an der Grenze der Magnettechnik. Das heißt, die ganze Strahlführung ist im Prinzip für Sie auch als Steuerzahler-Sicht so effizient und klein und kompakt wie möglich gebaut, um genau diese Aufgaben zu erfüllen, die uns von der Experiment-Community gestellt wurden. Ja? Zusammenfassend nochmal. Also wir haben eine bestehende Beschleunigeranlage, die wir in einem anderen Modus betreiben. Wir betreiben die mit niedriger geladenen Ionen. Da kommen wir nicht mehr zu derselben Energie, die wir jetzt täglich machen. Das reicht nicht für die Experimente. Deswegen brauchen wir einen neuen Ringbeschleuniger. Der macht uns dann dieselben Strahlen mit einer höheren Energie. Zusätzlich kann er aufgrund seiner Bauweise er macht uns dieselben Strahlen mit einer höheren Intensität. Zusätzlich kann er auf seiner Bauweise auch noch Ionen mit viel höherer Energie erzeugen, als er bisher können. Aber eine neue Physik dazu gewonnen, sozusagen als Zusatz, als Bonus. Und wenn man einen Antiprotonenstrahl machen will, brauche ich hier einen Protonenbeschleuniger. Der Rest bleibt gleich und damit kann ich Antiprotonen erzeugen. Die Speicherringe werden auch doppelt benutzt. Einmal, um Antiprotonen für das Experiment vorzubereiten, das Antiprotonen-Experiment zu machen, aber auch, um Schwerionen aufzuheben und Hochpräzisionsexperimente mit gekühlten Strahlen zu machen. Das heißt, die ganzen Ringe haben alle einen Job, teilweise sogar mehr als einen. Ja, also wir haben auch einen gewissen Effizienzeffekt. Und die Vielzahl der Ringe ist also jetzt nicht nur Spaß, dass es viele Maschinenkoordinatoren gibt und viel Beschleunigerphysik. Das macht natürlich Spaß. Aber sie sind sehr effizient geplant, um genau die Experimentanforderungen von FAIR zu erfüllen. So, jetzt habe ich noch eine Frage
auf meiner Verabschiedungsfolie, auf meiner letzten, die ich beantworten möchte, da brauche ich diese Ansicht, wo man die Gebäude sieht von FEA. Vorhin habe ich die Baustelle gezeigt. Da sieht man den Grund, wieso in Nord-Süd-Richtung die ganze Anlage so liegt, wie sie ist. Wenn Sie hier mal genau hingucken, geht hier so ein Weg. Das ist die sogenannte Prinzenschneise. Und es war absolut unabdingbar, dass die erhalten bleibt, damit die Wixhäusener und Aheiliger da weiter spazieren gehen können. Das heißt, die musste im öffentlich zugänglichen Bereich bleiben. Auch hier, das alles, wo wir jetzt im Wald abgeholzt haben, wird wieder auf dem Beschleunigertunnel aufgeforstet. Das heißt, das wird alles wieder Wald und öffentlich zugänglich. Aber wir brauchen, um die Strahlen rein und raus zu bringen, ein Gebäude, was über dem Beschleuniger steht. Das heißt, wir haben den Südbogen, wo es rein und raus geht, so genommen, dass wir den gerade noch auf dem Gelände haben mit dem Gebäude. Sie sehen, das steht hier genau an der Kante. Und so viel wie möglich danach wieder überwalden können. Und das ist sozusagen die Randbedingung, die uns den Beschleuniger in Nord-Süd-Richtung festgelegt haben. Und die restliche Topologie habe ich Ihnen hoffentlich erklärt. Die konnte nur so aussehen. Die kann man höchstens noch mal spiegeln, aber alles andere bleibt gleich. Und hier unten stoße ich tatsächlich dann auch irgendwo an den Grundbebauungsplan und es ist Schluss. Das heißt, die ganze Topologie hat überwiegend den Grund der Anforderungen und ein ganz bisschen aus dem Bebauungsplan. Und dieselbe Geschichte könnte Ihnen wahrscheinlich der Designer auch bei allen anderen Beschleunigeranlagen erzählen. Die Form ist nie zufällig. Und an der Stelle möchte ich das auch beginnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für alle Kollegen, denen ich die Folien geklaut habe und natürlich ganz wichtig, für alle Kollegen, die an FEA arbeiten. Dankeschön. Ja, ein super Vortrag. Können Sie den Bildschirm wieder zurückstellen? Das kann ich bestimmt. Moment. So, dann bin ich wieder da. Ah, ja. Faszinierend. Ich bin ja selbst theoretischer Physiker, aber ich muss sagen, Chapeau. Also da, da kriege ich schon Gänsehaut wieder, wenn ich sehe, was für ein riesen technischer Aufwand da notwendig ist, um dann die allerkleinsten Strukturen zu erkunden, quasi Grundlagenforschung. Und witzig finde ich natürlich, wenn sich hier hochtrabende Physik mit den kommunalen Anforderungen eines Bebauungsplans dann beißt. Das heißt beißt, natürlich. Man muss sich anpassen. Ja, okay, wir leben halt nur mal in dieser realen Welt, ne? nicht in einer idealen. darf ich, Daniel, du wirst ja gleich die Fragen, die im Chat aufgelaufen sind, moderieren. Darf ich selbst doch gerade nochmal auch eine Frage loswerden, sonst vergesse ich sie noch. Natürlich. Es geht ja um Antiprotonen, die dann irgendwo gesammelt werden müssen. Jetzt ist das ja alles ein Hochvakuum. Als Astrophysiker muss ich sagen, okay, was ihr mir hier als Hochvakuum verkaufen wollt, das ist im Weltraum dichtestes Medium, ne? Würde ich mal fast meinen. Aber wie kriege ich denn die Antiprotonen irgendwo, die werden ja nicht nur abgelenkt von einem Gasteilchen, sondern die annihilieren ja dann doch sofort. Wie geht das? Ist tatsächlich aus Beschleunigersicht genau dasselbe. Ich verliere das Schwerion auch zu quasi 100%, wenn es ein Gasteilchen trifft. Das heißt, das ist nicht schlimmer für ein Antiproton. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit ist bei den Geschwindigkeiten sogar geringer für eine Interaktion. Ja, Sie können sich vorstellen, einfach von der Atomphysik, wenn Sie ein Uran haben mit noch 50 oder 60 Außenelektronen und das fliegt auch nur an einem Gasteilchen vorbei, da reißen sofort welche ab, ist für mich sofort verloren, weil ich ja immer nur einen Ladungszustand behalten kann. Und bei Antiprotonen ist es genauso. Ich muss die am Anfang erstmal durch starke Magnetfelder die Antiprotonen und Protonen trennen, dann fliegen die durchs Vakuum und die sind tatsächlich relativ stabil. Die unterscheiden sich da aus Beschleunigersicht erstmal nicht von normalen Protonen. Das wird natürlich im Target dann anders. Da machen die viel schneller was. Okay, Daniel, ich würde dir das Wort erteilen, weil du jetzt die aufgelaufenen Fragen ein bisschen bearbeiten möchtest. Auf jeden Fall. Also auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Es zeigt mal wieder, auch warum ich so begeistert bin, bei dem Verein mitzumachen und zu arbeiten. Weil ich bin ja der Nutznießer, der diese schönen Strahlen nachher abnehmen kann und an meine Experimentatoren verteilen darf. Gut, steigen wir gleich mal mit der ersten Frage ein, die, glaube ich, genau in die Schnittmenge zwischen uns abzielt. Monika von Südo würde gerne wissen, wozu dienen denn die Experimente, die wir da machen, beziehungsweise wer braucht denn so einen Teilchenbeschleuniger? Ja, das ist eine super Vorlage für die Reihe, das sind die nächsten 5 Vorträge. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Man kann zum Beispiel
sich bei GSI jetzt schon und auch bei FEHR viel später in der Atomphysik, ich nehme es mal aus jeder Säule, was beispielsweise so ein hochgeladenes System, exotischen Kern mit nur ein oder zwei Elektronen angucken und da Atomphysik machen und die Quantenelektrodynamik extrem engen Test unterziehen. Das von der reinen Grundlagenforschung will wissen, wie gut ist die Theorie, wo kommen solche Sachen her wie Paritätsverletzung und so weiter. Ein Thema, was mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt hat, man kann mit der FEHR-Anlage unglaublich gut Materie herstellen, den Zustand, wie sie in Sternen ist. Und wir wissen, wir sind alle aus Sternenstaub gemacht. Das heißt, allein diese Aussage, die ich machen kann, wir sind alle aus Sternenstaub gemacht, ist eine klare Erkenntnis der Beschleunigerphysik. Und wenn man die Materie herstellen will, die die schwersten Elemente gemacht hat, aus denen wir sind, Uran, Thorium, die ganz schweren da oben, die ja auch die ganze Evolution getrieben haben, die kann ich im Labor überhaupt nur herstellen, wenn ich so einen Schwerionenbeschleuniger habe. Ja, die kann ich beobachten. Da gibt es jetzt ganz spannende Beobachtungen nach Licht von Gravitationswellen, die sehr viele Theorien bestätigt haben. Das heißt, wir haben nach Genehmigung von FEHR sogar nochmal einen zusätzlichen Boost gekriegt durch die Gravitationswellenforschung. Hätte man vorher FEHR nicht genehmigt, spätestens nach dem Experiment hätte es genehmigt werden müssen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wie das genau funktioniert, wenn zum Beispiel zwei Neutronensterne miteinander verschmelzen. Neutronenstern ist das nächste gute Thema. Wenn man sich die Eigenschaften von Kernmaterie, die zum Beispiel in so einem Neutronenstern vorherrschen, in einem Labor angucken will, muss ich riesige Temperaturen und Drücke erzeugen. Das kann ich bei uns im CBM-Experiment machen. Da werden Schwerionen mit höchsten Energien zentral aufeinander gestoßen und nur da in der kleinen Kontaktzone entstehen so hohe Drücke und Temperaturen, wie sie zum Beispiel im Inneren von einem Großplaneten wie Jupiter herrschen oder bei Neutronenmaterie. Wir haben mit den ganzen Antiprotonen die Möglichkeit, die Kernstruktur genauestens zu untersuchen, Spektroskopie zu machen, neue Objekte zu untersuchen, sowas wie vierfach Quarks, fünffach Quarks, normale Kernteilchen bestehen nur aus drei, die kann ich dann ganz genau untersuchen, aber ich kann auch exotische Materiezustände untersuchen und nur damit kann ich im Endeffekt klären, wie funktioniert so ein Kern so, weil da gibt es ja noch eine ganz große ungeklärte Frage. Wir haben also am LHC jetzt das Higgs-Boson gefunden, wir wissen, wieso die Kernteilchen selbst Masse haben, aber wieso ich einen Kern nehmen kann, aus relativ schweren Teilchen zusammensetzen, aus relativ leichten Teilchen zusammensetzen, und dann wird der plötzlich schwerer. Das weiß noch keiner so genau. Das heißt, wo die meiste Masse herkommt, ist eigentlich ziemlich ungeklärt. Und wenn ich das experimentell untersuchen will, brauche ich sowas wie das Panda-Experiment. Jetzt habe ich mal ein Beispiel aus jeder Säule gebracht. Das heißt, das ist erstmal Grundlagenforschung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Daniel hier habe, natürlich gibt es auch immer Plasmaphysik, Festkörperphysik, Biophysik, die man auch mit der Anlage machen kann. Das finde ich eigentlich das Schönste an FEHR. Wir sind so, ich sage mal, es klingt immer ein bisschen despektierlich, aber ein Gemischtwarenladen. Ich finde das ganz toll. Wir haben ganz viele neue Erkenntnisse gewonnen, nur weil die Kollegen nebeneinander sitzen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die Mikrosonde, die dann halt dafür benutzt wird, irgendwelche Strahlenexperimente zu machen, um einzelne Zellkerne mit einzelnen Ionen zu bestrahlen. Sie können sich bei uns eine lebende Zelle unter dem Mikroskop aussuchen und sagen, in der hätte ich gern ein Ion im Kern und will dann gucken, ob die danach noch lebt oder nicht oder was sie für Schäden nimmt. Ja, und das ist ein Ergebnis der Materialforschung, weil die Kollegen von der Materialforschung nämlich so Mikrokanäle mit Ionen in Materie bohren wollen. Auch sehr interessant, aber nur die Zusammenarbeit hat das Ganze ergeben. Und das finde ich toll und deswegen ist es auch wichtig, dass man so viele Forschungsfelder beatmet. Ja, das war eine perfekte Antwort. Da kann ich nichts mehr noch ergänzen. Kann, wie gesagt, nur Lust machen auf die Folgetermine, wo wir dann im Detail in einzelne Forschungsfelder reingucken. So, jetzt habe ich von THJDR eine sehr spezifische Frage. Und zwar fragt er, ob man auch vollständig ionisiertes Uran auf vollständig ionisiertes Uran, also ein Collider-Experiment machen kann oder sogar Curium 96 plus in einem Collider übereinander bringen kann und das auch noch bei niedrigen Energien. Also eine sehr spezielle Frage, aber die geht, glaube ich, genau in deine Richtung. Die geht genau in meine Richtung. Das ist tatsächlich erstmal die Antwort. Also einen normalen Collider haben wir nicht. Bei uns kann man an ein paar Stellen Elektronen mit Ionenwechsel wirken lassen. Wir sind tatsächlich Experten dafür, dass wir Uran, was vollständig ionisiert ist, auf Uran in einem Festkörper schießen, in einem Fixed Target. Da verliert man Schwerpunktenergie, das ist so. Dafür hat man eine sehr, sehr viel höhere Interaktionswahrscheinlichkeit.
Und die Detektoren kann man ein bisschen anders bauen, weil man muss den Detektor nicht komplett um das Experiment drumherum bauen in alle Richtungen, sondern man hat so ein bisschen Vorzugsrichtung nach vorne. Das ist also bei unserem TBM-Experiment. Beides hat Vor- und Nachteile. Also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie besser sind als ein Collider-Experiment. Insbesondere haben die höhere Energien. Aber gerade wenn man Sachen untersuchen will, die nur sehr selten auftreten, so ganz feine Phänomene, ist es oft gut, wenn man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass es überhaupt stattfindet. Und dann kommt wieder das Fixed-Target-Experiment an den Start. Und da haben wir dann Vorteile. Genau. Vielen Dank. So, die nächste Frage kommt von Kerstin Rasch. Die fragt danach, wann wird FAIR in Betrieb gehen und wann kommen die ersten Experimente? Ja, das ist eine relativ leichte Frage. Also ich plane damit, das erste Mal Strahlcommissioning zu machen. Das ist für mich der spannendste Part. Das erste Mal Strahl im Ring, das erste Mal gespeichert, das erste Mal beschleunigt. Jeder dieser Schritte klingt einfach, ist ein Riesenschritt für mich. Da werde ich wahrscheinlich nach jedem Mal eine teurer werdende Whiskyflasche aufmachen und alle ausgeben. Das ist 2025 geplant und die ersten echten Experimente dann 2027, wobei man sagen muss, wir sind ja so ein Gemischtwarenladen. Wenn wir irgendwann einen Strahl haben, kriegen den extrahiert, dann rufen wir irgendwen an, sagen, kannst du den nehmen? Das ist dann das erste inoffizielle Fair-Experiment. Da bin ich ganz sicher, der Daniel und ich kriegen das irgendwie auf die Reihe. Ich glaube auch, die Frage hat uns lange Kopfschmerzen bereitet, aber mittlerweile zementiert sich 2025 schon relativ stark aus und die Planung und die technische Umsetzung, die sehen schon wirklich gut aus. Man sieht das an dem Baufortschritt. Es kamen jetzt im Chat auch ganz viele Fragen, ob man die Anlage besichtigen kann. Das ist momentan Corona-bedingt leider nicht möglich. Wir haben aber virtuelle Führungen. Es wird auch immer auf unserer Internetseite sozusagen angekündigt. Da wird es jetzt in naher Zukunft auch wieder Termine geben. Ich weiß nicht, ob der Bruno nachher noch auf ein paar verweisen wird. Und dann können Sie schon mal sich virtuell einen Vorgeschmack holen. Und sobald die Corona-Krise sich gelegt hat, freuen wir uns natürlich, Sie auch wieder live, real auf unserem Gelände begrüßen zu können. Wir haben sogar extra eine kleine Aussichtsplattform installiert, sodass man auf die Baustelle gucken kann. Also der Besuch lohnt sich. Gut, von den weiteren thematischen Fragen sind wir, glaube ich, soweit durch. Es kam ganz viel Lob. Du hast einen wirklich sehr guten, sehr strukturierten Vortrag geliefert, Jens, der das, glaube ich, perfekt klar nochmal auseinandergenommen hat und die meisten Fragen auch direkt sozusagen erklärt hat. Eine Frage, die noch hier so ein bisschen durchschwingt, ist, warum Desi und Petra ein bisschen anders aussieht, also warum die Elektronenmaschinen anders aussehen als so eine Schwerionenmaschine wie bei uns. Also erstmal haben die im Detail mit anderen Hauptproblemen zu kämpfen. Das sind sehr viel präzisere Maschinen. Wenn wir also sagen, wir wollen unseren Strahl korrigieren, dann sind wir so auf eine Größenordnung Millimeter, Zehntelmillimeter genau. Das ist bei denen schon ein völlig verlorener Strahl. Die müssen auf Mikrometer genau sein. Das heißt, man hat sehr viele elektronische und sogar auch zum Teil mechanische Feedbacksysteme, um noch eine viel, viel höhere Stabilisierung der ganzen Sache hinzukriegen. Es ist also nicht so, dass es bei uns einfach wäre, aber unser Endgegner ist das Vakuum. Deren Endgegner ist tatsächlich die Präzision der Maschinen und des Strahls. Weil im Endeffekt machen die natürlich Elektronenstrahlen, um damit Licht zu erzeugen. Das sind die aufwendigsten Lichtquellen im Universum vermutlich. Dagegen ist eine Sonne noch einfach. Und das, was ich im Endeffekt sehe, ist meine Lichtquelle. Die größte Lichtquelle ist der Strahl. Das heißt, je besser ich das hinkriege, umso besser ist meine Lichtquelle, desto besser sind meine Experimentbedingungen. Und dann habe ich noch ein anderes Problem. Ich habe sehr, sehr leichte Teilchen mit einer sehr, sehr hohen Ladung. Also jetzt sagen wir mal, lassen wir mal die Schwerelosigkeit mal kurz weg. Ein Elektron und ein Proton sind beide gleich geladen, aber einen riesigen Massenunterschied. Das heißt, ich habe das Elektron ganz schnell quasi auf Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die haben dann auch andere Hochfrequenzstrukturen. Die können zwar ein Synchrotron bauen, die haben auch eine Beschleunigungsstrecke, aber das Teilchen wird gar nicht mehr schneller. Man könnte sagen, es wird schwerer. Tatsächlich ist es irgendwann so, aufgrund der Synchrotronstrahlung, die ich gerade haben will, die es verliert jede Runde so viel Energie, dass ich die halt wieder zurückgeben muss. Tatsächlich sind auch die letzten Collider-Experimente am Lab, am CERN, Elektronen gegen Positronen, tatsächlich irgendwann am Ende gewesen, weil die Teilchen in einer Runde aufgrund der Synchrotronstrahlung, die da nicht gewollt war,
so viel Energie verloren haben, wie sie gerade wieder gewonnen haben. Das war die höchste Energie. Also man hätte tatsächlich von den Magneten so noch ein bisschen höher gekonnt. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte man es mal gemacht, hätte man nämlich das Higgs-Boson schon gefunden. Aber die Elektronen verlieren tatsächlich durch die sogenannte Synchrotronstrahlung in den Bögen sehr, sehr viel Energie. Das heißt, das ist genau das, was ich in der Lichtquelle haben möchte. Tatsächlich für Kollisionsexperimente geht man in der Zukunft davon aus, das zu machen, was ich am Anfang abgelehnt habe, nämlich lange Linearbeschleuniger bauen. Es werden momentan Projekte angedacht, geplant, durchgerechnet. Da reden wir davon, 2 30 Kilometer lange Elektronenbeschleuniger Kopf an Kopf zu stellen, einen Positronen, einen mit Elektronen und die aufeinander zu schießen. Okay, perfekt. Also ich glaube, die Spielwiese der Physiker ist ja wirklich unendlich groß und ich glaube, wir werden in der nächsten Zukunft noch die verrücktesten Maschinen sehen. Ganz am Schluss ist jetzt noch eine Frage reingekommen. Welche Gefahren können von solchen Teilchenkollisionen ausgehen? Und passiert vielleicht etwas auf der anderen Seite der Erdkugel, wenn wir so eine Kollision hier auslösen? Nee, das spielt ja immer so ein bisschen darauf ab, auf die Geschichte auch mit den schwarzen Löchern, die dann mal durch die Presse gingen, als der LHC in Betrieb genommen wurde. Da wurden dann immer von der Presse auch Feldtheoretiker gehört, die dann ewig gerechnet haben, ja, mit dem Modell und der Annahme und so kann gar nichts passieren. Ich gebe dann immer eine Experimentalphysiker-Antwort. Die stärksten Beschleuniger, die wir kennen, hat kein Mensch gebaut, sondern die sind irgendwo da draußen im Universum. Man weiß noch gar nicht in allen Fällen, welches sind. Und wir werden ständig von kosmischen Teilchenpartikeln bombardiert, hier auf der Erde, die eine viel, viel höhere Energie haben als das, was ich bei mir im Beschleuniger erzeugen kann. Das heißt, jeder Effekt, der irgendwie komisch sein könnte, der wäre schon längst passiert in den 5 Milliarden Jahren, wo die Erde hier ist. Spannend wird diese Frage erst, wenn wir irgendwann mal einen Beschleuniger bauen, der zu Energien kommt, die größer sind als die stärkste kosmische Strahlung, als die höchste Energie. Und dann reden wir schon Beschleuniger, die sind nicht mehr auf der Erde, die hängen wir dann irgendwann zwischen Erde und Mond auf oder solche Geschichten mit den stärksten Magneten, die man sich vorstellt. Dann reden wir nochmal. Ich wahrscheinlich nicht mehr, aber bis dahin habe ich keine Probleme. Die Gefahr von dem Strahl ist tatsächlich ganz normal, radiologischer Natur. Wenn man im Tunnel ist und der Strahl ist an, ist das sehr, sehr gefährlich. Deswegen haben wir ein ganz aufwendiges Sicherheitssystem, was sicherstellt, dass absolut niemand in der Nähe des Strahls ist, wenn der Beschleuniger an ist. Wenn es irgendeinen Zweifel geht, geht der Strahl sofort aus. Das sind ja ganz, ganz wenige Teilchen. Ja, das klingt immer ganz toll, riesige Energie, 10 hoch 12 Teilchen. Wenn Sie sich überlegen, ein Gramm Wasserstoff hat 6 mal 10 hoch 23 Teilchen, dann muss der ja ein paar hunderttausend Jahre laufen, bis wir mal 1 Gramm Wasserstoff beschleunigt haben. Man kann ihn sehr schnell abstellen, den Strahl. Also kaputt machen geht immer leicht. Perfekt. Ich glaube, das war ein optimales Schlusswort. Und damit möchte ich dir nochmal danken für den tollen Vortrag, für die Fragen jetzt und würde mal an den Bruno zurück übergeben. Der hat noch ein paar Ankündigungen. Genau, ja, gerne mache ich ein bisschen Werbung, was auf diesem Kanal stattfinden wird, auf des Physikalischen Vereins. Da geht es nämlich am Freitag gleich weiter mit unserer Reihe Astronomie am Freitag. Da geht es um das Projekt Artemis, Mondstation und Lunar Gateway. Sie wissen ja, die Menschheit will zurück auf den Mond und dann natürlich irgendwann mal auf den Mars. Das werden wir am Freitag erfahren, wie weit es da ist. Und in dieser Reihe hier, abends bei FAIR, treffen wir uns wieder in 2 Wochen. Da geht es um superschwere Elemente unter der Lupe. Professor Block wird darüber berichten. Und ich möchte nicht versäumen, ein bisschen Werbung zu machen für unsere Schülervorlesung aus der Astrophysik. Den ganzen Juni über, samstags Physik am Samstag, geht es um die Frage, wie schnell expandiert das Universum. Da müssen sich die Schüler anmelden. Also wenn Sie Jugendliche kennen, bitte weitersagen. Und damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Newsletter, das kriegen Sie ganz einfach, indem Sie auf unsere Homepage gehen, vom Physikalischen Verein, Newsletter abonnieren und schon sind Sie immer aktuell informiert. Aber ich möchte nicht verpassen, auf die Webseite der GSI zu verweisen. Da gibt es nämlich die andere Reihe Wissenschaft für alle, diesmal natürlich auch digital, virtuell. Am 16. Juni geht es um Gravitationswellen. Die wurden ja hier auch gerade nochmal angesprochen. Mit Gravitationswellen das Universum belauschen. Also unbedingt auf die GSI-Seite hier mal schauen und sich da informieren, wie man zu diesem
Da muss man sich, glaube ich, auch, ich muss mal den Daniel fragen, muss man sich da üblicherweise mit Zoom-Konferenz einwählen oder wie ist das? Genau, da gibt es einfach einen Zugangslink, der ist bei uns publiziert auf der Ah ja, okay. Webseite. Ja, Kann man also ohne informieren Anmeldung sich. direkt machen. Genau. Und andere Sache wurde ja angesprochen, nämlich ob es Führungen gibt. Und ja, natürlich nicht real in Präsenz im Moment, Corona-bedingt, aber virtuell. Und zwar am 24. Juni in Deutsch. Und wenn Sie das in Englisch erleben wollen, können Sie das am 1. Juli nochmal wiederholen. Auch da auf die Webseite gehen und sich vermutlich anmelden. Das sehen Sie aber dann auf der Webseite. Okay. Wir sind nochmal zurück hier in unserem Dreiergespräch. Lieber Herr Stadelmann, herzlichen Dank für diesen super Vortrag. Also didaktisch ist da nichts mehr zu, das obere Limit, oberes Limit. Ich kann hier nur mit Neid erblasst da drauf schauen. Toll. Und dir, lieber Daniel, herzlichen Dank für deine schöne Moderation und überhaupt für die schöne Zusammenarbeit, die wir hier haben mit der GSI. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, danke Ihnen für Ihr Interesse, auch fürs Mitdiskutieren. Wenn Sie noch Call of Action, heißt es ja hier immer, den Like-Button mal schnell anklicken noch auf für unseren Kanal, schwemmt uns dann mit dem YouTube-Algorithmus nach oben, unsere Reichweite erhöhen. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut und bleiben Sie neugierig. Tschüss. Genau. Tschüss, schönen Abend. Bis, schönen Abend.